Hallo und herzlich willkommen zum Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute Gabelstapler fahren lernen, das Thema Schubmaststapler. Wir haben hier einen Jung-Heinrich Schubmaststapler, den möchte ich euch gerne mal vorstellen und möchte euch so ein bisschen erklären, wie der Unterschied zu einem normalen Frontstapler, zu einem normalen Gabelstapler ist. Los geht's! Der Unterschied zu einem konventionellen Gabelstapler ist, dass man diesen Mast nach vorne und nach hinten schieben kann. Und dass man quersitzt. Das sind so die zwei hauptsächlichen oder die zwei größten Unterschiede zwischen einem normalen Stapler, einem normalen Frontstapler und einem Schubmaststapler. Ich setze mich jetzt drauf und ich zeige euch dann gleich erstmal, was ich meine mit dem Schubmast. So, das kennt man ja so von einem normalen Gabelstapler nicht. Also diesen Mast können wir nach vorne schieben und nach hinten zurückziehen, um eben die Ladung aufnehmen zu können. Warum ist das wichtig? Wir haben ja teilweise enge Regale bzw. den Regalabstand eng gewählt, sodass auf eine Lagerfläche die maximale Anzahl an Regalen passt. Deswegen wählt man die Gangbreite entsprechend schmal und eben genau für solche schmalen Gänge sind diese Schubmaststapler gebaut. Das heißt, man kann ohne Palette bis vor das Regal fahren, schiebt dann den Mast nach vorne aus, kann die Palette aufnehmen und zieht den Mast wieder zurück und so hat man ein relativ kurzes Fahrzeug und hat nur noch einen Teil der Palette über das Fahrzeug nach vorne hinaus überstehen und kann somit eben eine geringere Gangbreite realisieren. So, also, erster Unterschied, wir können den Mast nach vorne und nach hinten schieben. Dann ist euch vielleicht als zweites schon mal aufgefallen, man sitzt hier quer. Wir sitzen nicht wie in Fahrtrichtung bei einem normalen Gabelstapler, sondern wir sitzen quer auf dem Gerät, was für den Anfang etwas gewöhnungsbedürftig ist, weil man eben nicht in die Richtung sitzt, in die man fährt. Ich kann euch noch ein bisschen mehr zeigen, kommt mal rum, dann zeige ich euch mal den Joystick. Also, dieser Joystick hier, mit dem bedienen wir alle Funktionen des Mastes. Das heißt, wenn wir den Joystick nach rechts neigen, von uns aus gesehen nach rechts, nach vorne, schieben wir den Mast nach vorne aus. Nach hinten zu uns hinziehen heißt, wir ziehen den Mast ein. Wenn wir den Joystick jetzt nach hinten ziehen, heben wir den Gabelträger an und nach vorne Gabelträger senken. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Jetzt haben wir ja bei einem Standardgabelstapler auch die Funktion des Mastneigens. Auch das haben wir ähnlich hier. Der Mast ist hier an einem Neigezylinder aufgehangen und wir können den Mast entsprechend genauso neigen wie bei dem anderen Gerät auch. Es gibt Geräte, die haben einen komplett neigbaren Mast. Es gibt aber auch beim Schubmaststapler Geräte, die haben nur einen neigbaren Gabelträger. Ich zeige euch das mal vorne. Man sieht es jetzt hier schlecht. Ich mache mal kurz eine Abdeckung ab und dann könnt ihr es besser sehen. Also bei einem konventionellen Gabelstapler haben wir ja die Neigezylinderaufnahme meistens irgendwie in der Höhe und haben dann den anderen Neigezylinder am Chassis. Das funktioniert hier natürlich ein bisschen anders, weil wir ja hier den kompletten Mast nach vorne schieben. Hier haben wir den Mast einmal an der Position aufgehangen und haben hier unten eben diesen Neigezylinder. Also, dadurch, dass der Zylinder eben ein- und ausfährt, neigt sich der komplette Mast, wie bei jedem anderen Stapler auch. Wofür ist das wichtig? Natürlich zum Aufnehmen der Paletten und um ein bisschen Rückneigung zu haben für den sicheren Transport der Paletten. Okay, Mast vor- und zurückschieben, Mast neigen, das haben wir soweit. Ansonsten funktioniert es mit dem Heben ganz konventionell. Es gibt alle Arten von Masten, auch bei Schubmaststaplern. Wir haben hier auch einen Freihubmast, das heißt, wir können den Gabelträger bis auf eine gewisse Höhe heben, bevor der Mast mit nach oben ausfährt. Und also die Geräte gibt es bis zu einer Hubhöhe von 10, 11 Metern. Das sind mehr oder weniger Standardgeräte. Die haben dann den entsprechend höheren Mast eben. Und meistens ist es dann so, dass die zusammengebaut werden, auch vor Ort, weil wenn die eine Masthöhe haben von 12 Metern, haben die irgendwie Bauhöhen von 5 Metern oder so. Dementsprechend haben die dann halt nicht mehr eine Höhe, wo sie durch normale Tore können oder wo sie dann eben auf dem LKW normal transportiert werden können. Machen wir mal weiter bei dem Joystick. Also, vor heißt Gabelträger und Mast nach vorne, zurück heißt, wir ziehen das ein.
Da ist absenken und hier ist anheben. Das ist die Funktion fürs Neigen, was ich euch eben gezeigt habe mit dem Neigezylinder. Und hier können wir die Fahrtrichtung umschalten. Schalten wir hier nach in die Richtung, fahren wir nach vorne. Schalten wir in die Richtung, fahren wir nach hinten. Das ist eigentlich die Hauptfunktion dieses Joysticks. Wenn wir ein Gerät haben, was noch eine Zusatzhydraulik hat, also noch eine zusätzliche hydraulische Funktion, dann lässt sich dieser Fahrtrichtungsschalter noch nach hier und nach hier bewegen. Das heißt, das wäre dann beispielsweise Gabelträger nach links, also Seitenschieber nach links und das hier Seitenschieber nach rechts. Und das hier ist die Hupe. Ja, was hat das Gerät noch? Schlüsselschalter ist ganz klar. Das ist hier 0 und 1. 1 heißt eingeschaltet. Not aus, ist auch ganz klar. Und dann haben wir hier noch eine Vorwahltaste für die Geschwindigkeit. Also wir können in den zwei Geschwindigkeiten fahren. Einmal im Schneckentempo, einmal, also das wäre Schneckentempo, und einmal, das wäre normale Fahrgeschwindigkeit. Ja, beim Normalgabelstapler haben wir ja dann noch eine Handbremse. Die ist hier direkt am Lenkstock untergebracht und ist hier wunderschön rot zu sehen. Das heißt, so wäre die Bremse eingelegt. Man hört da auch so ein Klacken von der elektrischen Bremse. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir an die Batterie? Die Batterie ist quasi hier unten drunter gebaut und die müssen wir ab und zu auch mal warten, reinigen, mal gucken, ob noch alles da in Ordnung ist. Das funktioniert folgendermaßen. Wir ziehen den Mast ganz zu uns, bis er eben hier direkt am Fahrzeug anliegt. Und dann gibt es hier unten, zumindest bei dem Jungheinrich ist das so, hier unten einen Entriegelungshebel. Den können wir ziehen und dann hören wir ein Klackgeräusch, das heißt die Batterie ist dann entriegelt und hier oben im Display ist auch eine Anzeige dann. So, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Hier oben im Display ist jetzt auf jeden Fall die Anzeige rot, dass die Batterie eben entriegelt ist. Und jetzt können wir sehen, wie wir zusammen mit dem Mast, wenn wir den nach vorne ausschieben, wie vorne die Batterie eben mit rausfährt. So, jetzt haben wir die Möglichkeit eben die Batterie zu prüfen, zu schauen, was müssen wir da machen, ist soweit in Ordnung, muss da Wasser aufgefüllt werden oder. Wenn wir damit fertig sind, dann Mast einfach wieder rein, bis ganz ranziehen und man hört dann wieder so ein leises Klackgeräusch. Die Anzeige hier im Display ist aus, hier, das war die vorher an war, die Anzeige ist jetzt aus, das heißt, wir können mit dem Gerät ganz normal weiterarbeiten und wenn wir den Mast wieder mit nach vorne ausschieben, dann haben wir eben nicht mehr die Batterie mit rausgezogen, sondern ja, wir können jetzt ganz normal arbeiten damit. Was noch ganz wichtig ist bei der Bedienung von so einem Schubmaststapler, worauf man sich am Anfang gewöhnen muss, ist, wenn man eine Palette auf. Also angenommen, wir haben jetzt die Palette aus dem Regal genommen und haben den Mast ganz ausgefahren nach vorne, haben die Palette aus dem Regal genommen. Paletten oder die Last immer in Bodennähe transportieren. Dann funktioniert es ja folgendermaßen, wir ziehen den Mast ein, damit wir das Fahrzeug relativ kurz haben, um eben in den engen Regalen Platz zu sparen und in den engen Regalen klarzukommen. So, und jetzt passiert beim Ablassen Folgendes, wenn man nicht darauf achtet. Der Vorderbau, die beiden Radarme des Schubmaststaplers sind in der Regel nicht so breit, dass die Paletten dazwischen passen. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, passiert Folgendes, man lässt die Last ab und dadurch, dass die Palette nicht zwischen die Radarme passt, würden wir die Palette umschmeißen und die Last drauf umschmeißen. Genauso, wenn wir eine Palette absetzen, so funktioniert das Ganze. Wenn wir sie beispielsweise aufgenommen und wollen den Mast einziehen, und das ist folgendes, dann schieben wir die Palette nämlich ab von den Gabeln. Das heißt, ganz wichtig, beim Schubmaststapler immer darauf achten, habe ich die Palette über den Radarm bzw. setze ich die Palette nur mit ausgeschobenem Mast ab und nehme sie nur mit ausgeschobenem Mast auf. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Fakt bei einem Schubmaststapler, da muss man eben sehr drauf achten. Ansonsten, die Geräte gibt es meines Wissens nach nur als Elektro. Ich habe noch keinen anderen mit Diesel oder mit Verbrenner gesehen, weil die Geräte eben auch nur tatsächlich für den Innenbereich gedacht sind. Ansonsten machen die Geräte Spaß. Man muss ein bisschen aufpassen beim Kurvenfahren. Man hat unten drunter so ein paar Schleifpads, wenn man etwas zu schnell in die Kurve fährt, dass man das Gerät nicht umwirft, weil es ist ein Dreiradstapler. Man kann das von hier aus nochmal sehen. Der hat eben nur drei Räder
Und dementsprechend ist die Standfestigkeit jetzt nicht wie bei einem Vierradstapler. Das heißt, er ist jetzt nicht für hohe Kurvengeschwindigkeiten ausgelegt. Ein wichtiger Punkt, auch ohne den beim Schubmaßstapler in der Regel nichts funktioniert. Wir haben hier keinen Sitzschalter, sondern wir haben hier unten einen Fußschalter. Das hier ist der sogenannte Totmannschalter. Wenn wir den treten, dann können wir die Funktionen ansteuern. Wenn wir den nicht treten, sagt der Totmann offen. Ich mache hier erstmal gar nichts mehr. Sicherheitsfunktionen, weil wie gesagt, die werden einfach nicht mit dem Sitzschalter gebaut, sondern über den Totmannschalter gebaut. Ansonsten hat der, wie jeder andere auch, in der Mitte eine Bremse und rechts ein Gaspedal. Gaspedal eben elektronisch angesteuert und treibt dann den Elektromotor direkt an. Die Lenkung ist, glaube ich, auch ganz klar. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, das ist halt ein sehr kleines Lenkrad. Wenn man das ein paar Mal öfter gemacht hat, kein Thema. Also, Schubmaststapler, ausschiebbarer Mast, neigbarer Mast, immer aufpassen beim Aufnehmen von Paletten und aufpassen, dass man die Palette nur mit ausgeschobenem Mast aufnimmt, respektive absetzt. Aufnehmen funktioniert sowieso nur, wenn man den Mast ausgeschoben hat, ansonsten kommt man gar nicht erst dran mit den Gabeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn du mehr wissen willst, dann schau dir gerne die anderen Videos auf unserem Kanal an. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Ciao.